Oha. Leon! Leon, du musst auf Reus aufpassen. Zuallererst wünsche ich frohe, frohe Weihnachten an alle, die es da draußen feiern. Und erstmal vielen, vielen Dank für dieses unfassbare Feedback beim Messi-Video. Über 1 Million Aufrufe, Platz 1 in den Trends. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Auf Instagram haben wir sogar über 200.000 Likes geschafft auf das Bild. Wahnsinn. Und vor allem die netten Nachrichten, Kommentare. Also ich muss auch ehrlich sagen, da habe ich auch eine ein oder andere Träne verdrückt, als das dann online kam und als ich euer Feedback gelesen habe. Mein unterschriebenes Argentinien-Trikot ist ja auch schon im Rahmen. Ich muss noch gucken, wie ich das bald aufhänge. Hier ist noch die getragene Jacke von Leo mit Unterschrift. Die verschicke ich heute auch noch an den Gewinner. Nochmal vielen, vielen Dank. Ich küsse all eure Herzen. Leute, schaut mal. Erkennt ihr diese Schuhe? Die hatte Messi auf dem Bild mit mir an. Ich habe die auch noch mit nach Hause bekommen. Das ist der linke Schuh. Was ein Zufall, dass ich einfach auch die gleiche Größe wie er habe, ne? Ich habe hier schon vorzeitiges Geburtstags-Weihnachtsgeschenk erhalten. Liebe, liebe Grüße an die Samira. Custom Air Force mit Ruffy. Hinten mit meinen Initialien AR für Anton Rinas und hier mit der Nummer 10. Bruder, was ein geiles Lied. Ich liebe das, ne? Kurzer Boxenstopp bei Volkan, der beste Friseur aus Bayreuth, weil er hier auch Messi-Fan ist. Los! Andi bei Reuter, ich bin hier beim Ilkay Herrenfrieser gewesen. Gleich geht's auch schon weiter nach München. Seiten sind jetzt auch wieder clean auf Sifra. Ganz kurze Werbeunterbrechung, und zwar mein Partner Displayed, solltet ihr bereits alle schon kennen, die machen richtig geile Metallposter. Hat hier eine nice Aktion parat über Neujahr bei 1 bis 2 Displays. Bekommt ihr 23% Rabatt, ab 3 Displays sogar dann 29% Rabatt. Messi, Ronaldo am Start, ne? Hier auch noch zu Juve, Sporting-Zeiten. Dann für die Anime-Freunde, ich liebe ja zum Beispiel Dragon Ball, ne? Gibt natürlich auch noch 1000 andere Themen, Freunde. Checkt meinen Link ab, ihr müsst keinen Code eingeben. Es wird automatisch beim Warenkorb abgezogen, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr das. Einfach ganz innen dran kleben, es hinterlässt auch keine Abdrücke und dann... Bam. Angekommen bei der Allianz Arena. Es liegt auch ein bisschen Schnee hier in München. Wir machen heute eine ganz private Tour quasi durchs Stadion. Wir sind, glaube ich, nur 3 oder 4 Leute, können alles in Ruhe filmen, die ganzen Katakomben. Ich parke jetzt quasi unter den Tribünen. An Spieltagen sind hier eigentlich immer nur die VIPs oder halt Leute, die so ein Dauerparkticket haben. Ich bin der Anton, ich müsste auf einer Liste stehen. Ja? Da sehe ich doch schon Tones Auto. Ist er da vorne? Nee, das ist Ralf. Wir sind jetzt hier schon direkt vor dem Eingang beim FC Bayern Museum. Wiska Tabak ist auch am Start. Nice. Das war der erste Titel. Ja. Ach, so sah damals die Meisterschale aus? Ja. Ach, krass. Wusste ich gar nicht. Und so sah übrigens früher der DFB-Pokal aus. Ganz, ganz anders noch. Da ist auch ein Unterschied von ihm. Das ist das Originaltrikot von Gerd Müller, das er getragen hat. Das ist das Original-Präsidiumzimmer, ja, wo damals Franz Beckenbauer 1970 Verhandlungen geführt hat und alles drum und dran. Das wurde von der Sebener Straße hierher quasi original rüber transportiert. Ja. Aber die Flagge ist bestimmt das noch... Das ist die Original-Bayern-Flagge. Hat die etwas umgeschmissen, Digga? Unterschreibt den Vertrag über. Ja, aber weh, du triffst nicht mindestens 10 Mal pro Saison. Doch, mach mal. Was gibt's denn fristlose Kündigung? Okay, was? Das sind auch noch Originalpapiere, original, Freunde. Ja. Eine ehemalige Pressemappe. Ja. Und hier fängt der heilige Weg an vom Rekordmeister in Deutschland. Gefühlt unendlich Meisterschein, ne? Und die DFB-Pokale. Wir sind jetzt bei 1980. Wenn die 2 Titel geholt haben, dann steht der DFB-Pokal auch quasi in derselben Vitrine noch drin. Ah, und jetzt fängt die Streak an, schau mal. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Robert Lewandowski wurde FIFA World Player 2020. Ich muss auch ehrlich sagen, Freunde, ja, auch wenn ich riesen Messi-Fan bin, ich hätte ihm eigentlich den Ballon d'Or auch gegeben, hätte ich entscheiden müssen. Die Vitrine ist nur für Lewandowski gewidmet. Hier Forever Gerd, als er den Torrekord in der Bundesliga gebrochen hat. Da war der Torjubel. Dann natürlich nochmal Europas Fußballer des Jahres. War das der Ball? Oder wahrscheinlich eine Kup- Ich denke, den richtigen Ball hat er zu Hause, oder? Aber er hat es signiert an dem Tag. Goldener Schuh, Torjägerkanone. Alles für Lever. Der E-Tron hier
mit Triple 2020 Folierung. Eigentlich hätten die auch Sextupel folieren können, ne? Triple ist noch wenig. Da ist der Bambi-Preis, den hat mein Bushido auch gewonnen. Also dieses Museum, ne? Ich kann es euch nur empfehlen, dass ich hier auch mal selber hingeht. Hier gibt es noch so viele Sachen, aber das würde das Video komplett sprengen. Schau mal, die ganzen Champions League-Pokale sind hier auch schon parat. Oh! Oh! Bayern oder Gerd Müller hat ihm Messi ein Trikot geschickt, ein altes Retro-Trikot mit Signatur und Glückwunsch von Gerd Müller drauf. Ja? Ah, das war eine schöne Geste. Daraufhin kam die Retourkutsche, sag ich, aus Barcelona dann. Mit Messi sein Unterschrift. Messi hat sich bedankt bei Gerd Müller, genau. Wie cool, Mann. Das hier, wenn man reinguckt? Bruder, das haben sie schon echt unfassbar geil gemacht. Ne? Kahn hier als Pappaufsteller mit seinen originalen Handschuhen noch. Der Titan. Schweinsteiger hat sogar seine originale WM-Medaille hier fürs Museum gegeben. Also das ist keine Kopie. Digga, was für eine Geste auch, ne? Krass. Normalerweise behalten die Spieler das zu Hause, ne? Es gibt ein paar Lücken so rum Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg. Aber sonst wirklich jeder, der eine einzige Minute gespielt hat, ist hier auch im Museum. Sextupel. Alles in einem gekriegt. Ja, Mann, das ist natürlich der Oberhammer, ne? 2013 auch das Triple unter Jupp Heynckes. Hier der originale Ball noch von damals. Netz wurde wahrscheinlich von Neuer abgeschnitten. Ich will mich auch mal neben einen Spieler stellen. Neben wen? Ich wäre Typ Musiala, wenn ich. Ja, du hast auf jeden Fall die Technik. Ja. Ja. Das kann nicht sein, seine Haare und seine Stollenschuhe. Ach, können wir prüfen, ne? Genau. 1,80. Ach so, doch, dann ist er 2 cm größer als ich. Ein Modell auch noch vom Bayern-Bus. Und hier quasi kann man sich auch noch hinsetzen. Das ist quasi auch noch mal so nachgebildet. Stimmt, die haben echt voll viel Beinfreiheit, ne? Wow. Boah, das ist richtig unbequem. Carbon-Armlehnen haben die. Bayern hat auch am meisten Fanclubs auf der ganzen Welt, über 4000 Stück. Diego Armando Maradona, als ich hier das Trikot getauscht habe mit Lothar Matthäus. So Leute, wir sind auf Höhe des Oberrang sind hier schon. Vielen, vielen Dank auch natürlich an den FC Bayern, dass wir hier in Ruhe alles hier anschauen können. Boah, schau mal, so leise war ich hier noch nie. Schau mal, wir sind ganz alleine hier, ey. Digga, ich würde einmal gerne so schreien. Weißt du, was ein Echo hier ist, wenn du alleine bist? Warte, darf ich? Was soll ich denn schreien? Nein, das wäre Disrespect. Nein. Auf geht's, ihr Roten! Hey, auf geht's, Bayern schießt ein Tor. Oha! Bayern! Klass. Digga, wir sind nicht mal laut. Man hat's ganz hinten, gell? Ja. Schau mal, wie viele Tauben da sind, Tone. Oh mein Gott. Tschüss. Also so dünn ist wirklich so die Fassade. So dünn ist das. 0,2 mm ist die Außenfassade dünn. Eine Folie innen, eine Folie außen, ja. Mit Luft gefüllt. Ah, ja. 300.000 LEDs. Und na, diese Leisten, ja. Das sind LEDs. 16 Millionen Farben. Ah, ich dachte jetzt so 64, so ja, RGB-Farbpalette. Genau. Das hier ist der Business Club. Hier waren wir damals beim Audi Cup und haben unter anderem Roberto Carlos zum Beispiel hier getroffen. Und dieser goldene Stil soll quasi an die glorreichen Zeiten erinnern vom FC Bayern in den 70er Jahren. Orbi, Hundestaffel, Schwarm aktiviert. Ja, einfach Stellung boosten, Digga, dann kommen die. Gestern erst mit Marcel habe ich über Black Ops 2 gequatscht in der Nacht um 3 Uhr. Hier sitzt immer der Vorstand, Freunde. Genau, und wenn wir in 10 Jahren dann mit YouTube dann fertig sind, dann sitzen wir hier, Freunde. Weil da also von außen, sage ich ehrlich, ne? Ich war schon so vielen Stadien mittlerweile, aber Allianz Arena von außen, das schönste Stadion der Welt. Da sind die ganzen Tauben schon, die müssen wir jetzt verscheuchen, ne? Ja. Hier machen die sich eher warm, ja, ne? Hinter den Toren. Am Rasen zu stehen ist immer das Besonderste, Freunde. Das lässt man immer so ein bisschen auf sich wirken. Ich mal vor, überall sind Fans und so. Aber stell dir vor, du machst hier so eine Ecke einfach. Ja. Das ist doch schon ich geil. Ich habe das ja mal gemacht in der Schulzeit. Und weißt du, wo ich auf dem Rasen war, in der Schulmannschaft? Mhm. Da war der Rasen viel, viel breiter im Spielfeld als bei so normalen, wo man in der Jugend gekickt hat oder so. Das kam mir viel größer alles vor. Ja, natürlich. Es gibt ja Mindestlänge und Mindestbreite bei Profis. Ich weiß es, in Barcelona ist es das Maximum, was überhaupt nur geht. Aber das ist auch kein kleiner Rasen. Stamford Bridge zum Beispiel ist ziemlich klein. Ich spüre aber schon so ein bisschen Wärme hier, ne? Es sind gerade minus 5 Grad in München. Ich würde mich gerade echt gerne drunter stellen. Ich frage mich sowieso, ob du inzwischen Paris-Fan geworden bist mit Messi oder... Nein. Barca. Ich gucke PSG nur, wenn Messi da irgendwie spielt. Aber sonst habe ich jetzt keine emotionale Verbindung. Bei Barcelona... Es ist ganz andere Emotionen. Also auch für die neue Generation, da ist man voll dabei. Ja. Auch wenn Messi jetzt weg auch ist. Auch ohne Messi. Ja, voll. Das ist der Sitz von Julian Nagelsmann, Freunde, vom Coach der Bayern. Ah, und hier sind natürlich Corona-Scheiben gerade aktuell noch dazwischen. Ne? Ich bin Hassan, Bro. Du bist Hassan? Hier sitzt Hassan. Springt er dann auf zur Coaching-Zone, gibt Anweisungen, Freunde. Darf ich schreien? Echt? Darf ich einmal schreien? Was soll ich schreien? Sehr gut, Robert. Ich mache jetzt einmal laut. Schieß! Das gibt's doch nicht, Mann! Oha, wie laut das ist, Alter. Ich hoffe, das kann man wieder ein bisschen rüber, ne? Abschuss!
die Südtribüne. Hier sitzen normalerweise, beziehungsweise stehen die Ultras. Die Plätze werden dann hier umgeklappt an Spieltagen und dann stehen die quasi auf den Bänken. Oh, Digga, ich hab grad so einen geilen... Tone, von hier ist, glaube ich, Thumbnail geil. Oh, was ein Blick. Stimmt, hier hauen die immer dagegen, ne, wenn die sauer sind. Ich will immer alles immer anfassen, Freunde. Ich bin so ein kleines Kind, ey. Jetzt geht's in den Pressekonferenzenraum. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. No Cola, just water. No Cola. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vom FC Bayern München. Ich habe hier Lewandowski zur Rechten. Was sagst du zu dem Hattrick heute? Ja, war ein schwieriges Spiel gegen Mainz, muss man sagen. Haben uns ein bisschen schwer getan, aber ich bin froh über die Mannschaftsleistung. Das ist quasi der Blick, wenn man hier genau mittig sitzt. Von hier kommen die Spieler raus nach der Pressekonferenz und dann gehen sie Richtung Kabine. Da ist natürlich auch schon der legendäre rote Flur. In Real Madrid, habe ich erfahren, ist es eine Replika. Die haben sie nachgebaut. Mhm. Das ist nicht die echte, aber es ist auch in der Nähe. Ja, das ist die echte, oder? Das ist die echte, ja. Die ganz und gar echte. Gucken wir erstmal, hier rechts ist direkt Massagebereich, ne, wo dann Physios sind. Oder wenn Spieler behandelt werden in der Halbzeitpause oder so. Das ist sie. Wunderschön. Die Kabine ist auch die Anordnung, so wie bei Spieltagen. Ah, okay. Sitzt er dann der Fonzi und hört dem Nagelsmann vorne zu. Breit machen das Spiel. Ah, und hier hinten sind die Duschen, ne? Eistonne, oder? Eistonne. Ah, man sieht sie. Falle. Hier ist dann wahrscheinlich Davis und macht dann immer hier Drake und so an, Tiger. Leon, du musst auf Reus aufpassen. Und Gnabry, ein bisschen mehr Tempo machen nach vorne. Beide, Benjamin, bitte bleib hinten. Du musst die Stabilität halten. Du musst ja da schauen, jetzt im Predigt. Mit dem bayerischen Akzent. Schon nicht so blöd jetzt. An sich sieht genau so die Gästekabine aus. Genau, ne? Nur spielverkehrt. Ja. Nur, dass hier irgendwie Bayern was zu essen kriegen. Jetzt geht's schon Richtung Spielertunnel, ne? Da habe ich gar keinen Bock auf das Interview schon wieder. Doch, doch, Thomas. Muss es sein. Thomas, was sagst du zum Spiel? Ihr habt 1-0 verloren gegen Chelsea im Halbfinale. Ja gut, ich freue mich jetzt auf meine Pferde, auf meine Kühe. Muss ich ein bisschen melken und da werde ich den Frust auf jeden Fall ablassen. Von dort hinten kommen sie dann an, aus dem Mannschaftsbus oder mit ihren privaten Autos, laufen hier entlang und gehen dann sofort in ihre Kabine oder halt die Gäste dann theoretisch nach links. Heute wieder Champions League spielen, gar keinen Bock. Die Champions League Hymne wird gleich abgespielt für uns, damit wir so ein bisschen Feeling haben. Gutes Spiel schon mal, ja. Spiel schon. Ja. Auf geht's, Mann! Ja! Digga. Schau mal. Das ganze Stadion jubelt zu, Freunde. Oder immer mit dem linken Fuß so aufhüpfen. Kennst du? Ja. Ja, oder rechts. Ja. Ne? Haben fast alle so Aberglaube, Digga. Mhm. So viele Fußballer. Auf geht's. Halbzeit. Das schwarze Design ist viel geiler. Früher war alles weiß, ne? Erster Versuch. Erster Versuch, ne? Ist klar, Freunde. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Vielen, vielen Dank auch nochmal an die Bayern für die Einladung. Hat mega Spaß gemacht. Vergesst nicht auch bei Display vorbeizuschauen, Freunde. Link ist oben in der Videobeschreibung, auch bei Tone. Abonniert ihn. Kuss, kuss.